Volker, das Lokalderby gegen Flengen siegreich ausgegangen. Tore geschossen, was ja in letzter Zeit eine Seltenheit war. Was sind die ersten Eindrücke nach dem Spiel? Ja, also es war ein harter Kampf. Platz war schwer zu bespielen. Alles in allem haben wir alles reingeworfen. Die letzten Wochen waren nicht so erfolgreich bei uns. Haben viel Punkte liegen lassen, auch gerade gegen Mannschaften aus dem unteren Drittel. Gegen Mannschaften aus dem oberen Drittel sind wir aber immer sehr stark und können gut dagegenhalten. Und das haben wir heute auch wieder gezeigt. Wir wollten im Derby auf jeden Fall was mitnehmen. Dass jetzt ein Dreier geworden ist, natürlich umso schöner. Sie konnten einen Rückstand drehen? Auf jeden Fall. Also da hat man auch mal wieder gemerkt, dass jeder Einzelne der Mannschaft echt Charakter hat und Eier bewiesen hat, heute mal wieder echt den Willen zu haben, das Spiel umzudrehen und unseren Tabellennachbar aus Flengen zu ärgern, dass wir nächstes Jahr in der Kreisliga wieder gegen den FCF spielen können. Sind ja ein paar schöne Tore gefallen heute, insbesondere das Ausnahmetor vom Jerome. Ja, klasse. Also er sieht zwar ab und zu etwas hüftsteif aus, aber Freistöße kann er echt gut schießen und das hat er heute mal wieder bewiesen, dass es dann unterkante Latte reingeht und das Ding zabbelt im Netz, im Derby. Was will man Schöneres? Hätte jetzt noch die Sonne die ganze Zeit geschienen, wäre es eigentlich ein perfekter Tag gewesen. In letzter Zeit lief es ja für Sie nicht so gut. Sie haben es nicht geschafft, Tore zu schießen oder viele Tore zu schießen. Was haben Sie ändern müssen, um heute erfolgreicher zu sein? Ja, in letzter Zeit haben wir uns sehr schwer getan. Wir wussten heute, dass wir auf jeden Fall mindestens 2 Tore schießen müssen, weil Flengen sehr gefährlich ist in der Offensive. Wir haben ein bisschen umgestellt, haben unseren Routinier Giambiero Cambo in die vorderste Spitze gestellt, um da ein bisschen Ballsicherheit zu haben und wollten über die schnellen Außen dann versuchen, zum Torerfolg zu kommen. Standards sind wir bekanntermaßen sehr stark und das haben wir heute auch wieder bewiesen und hochkonzentriert zu Werke gegangen. Und dass es dann mit den 2 Toren klappt, mit den 2 schönen Toren auch, ist umso schöner, ja. Die nächste Aufgabe wartet auf Sie in Hamm-Brücken bei einem Auswärtsspiel. Wie gehen Sie in diese Aufgabe rein? Also Hamm-Brücken spielt die Rückrunde sehr stark. Viele Punkte bis jetzt geholt. Vom Tabellenplatz her ist es ein Spiel auf Augenhöhe. Ich glaube, der 9. gegen den 10. Vorm 1. Mai-Feiertag, samstags. Kleiner Platz, viele Zuschauer da, sind bekannt, dass es immer heiß hergeht in Hamm-Brücken. Im Hinspiel haben wir uns gut geschlagen, wollen den Schwung jetzt aus dem Derby mitnehmen. Und ich denke, wenn wir uns präsentieren, so wie heute, dass wir auf jeden Fall auch wieder erfolgreich das Spiel bestreiten werden und hoffentlich 3 Punkte aus Hamm-Brücken entfernen werden. Und was haben Sie sich insgesamt für den Saisonendspurt, für die letzten 5 Spieltage, die jetzt noch übrig bleiben, vorgenommen? Also von der Tabellensituation geht ja nicht mehr viel nach oben und unten, aber wir wollen auf jeden Fall die letzten 5-6 Spiele noch viele Punkte holen, weil wir unser Punktekonto in der Rückrunde ja relativ dürftig ist und da wollen wir auf jeden Fall noch anknüpfen, Selbstvertrauen sammeln, einspielen für die neue Runde und dann eine Schippe drauflegen und dann auf jeden Fall uns vorne im ersten Tabellendrittel festbeißen und nächstes Jahr dann versuchen anzugreifen.